In diesem Video stelle ich dir drei Dinge vor, die vielen Menschen irgendwie seltsam vorkommen, die für alte Seelen aber total normal sind. Und dieses Video soll dir dabei helfen, herauszufinden, welches Seelenalter du im Moment hast und dabei zu überprüfen, ob du vielleicht auch eine alte Seele bist, die schon sehr, sehr lange hier auf der Erde inkarniert ist und wissen möchte, was sie denn noch für eine Aufgabe hier hat. Ja, warum ist es denn nun so hilfreich, das Alter seiner Seele genau zu kennen? Es ist deswegen so hilfreich, weil jedes Seelenalter eine ganz eigene Schwingung hat, eine ganz eigene Energie und auch einen ganz eigenen Auftrag. Und wenn man diesen Auftrag kennt, dann kann man sich in seinem Leben ganz anders ausrichten. Man kann wirklich direkt zu seiner Seelenaufgabe vorstoßen und muss nicht mehr so viele Umwege gehen. Die Türen stehen dann offen und man kann sich viel Zeit, Mühe und auch Leid ersparen, wenn man das weiß. Und gleichzeitig ist es wirklich nicht leicht, wenn nicht fast unmöglich, das eigene Seelenalter selbst präzise zu bestimmen. Ich erinnere mich selbst an meine eigene Suche damals vor vielen Jahren und ich habe viele Bücher gewälzt. Damals waren das die Archetypen der Seele und ich habe mich versucht, selbst einzuschätzen. Und als ich dann das Seelenalter von einem Medium erfahren habe, da habe ich gemerkt, dass ich gründlich daneben gelegen bin mit meiner eigenen Einschätzung. Und es zeigt, wie komplex dieses Thema ist. Man muss sehr viel wissen einerseits und andererseits muss man sich befreien von seinen Vorstellungen, welches Seelenalter man gerne hätte. Denn ich beobachte immer wieder, dass Seelenalter bewertet und eingeteilt werden in vielleicht spirituell weiterentwickelt und weniger weiterentwickelt. Dass zum Beispiel eine alte Seele zu sein irgendwie besser wäre, als eine junge Seele zu sein. Und das ist ein großer, großer Irrtum. Und um dir das zu verdeutlichen, möchte ich dir einen kurzen Ausschnitt aus einem sehr wichtigen Channeling von meiner Quelle Solia vorlesen. Da geht es genau um dieses Thema. Und da liest man Folgendes. Jede Stufe hat also ihre ganz spezifische Ausrichtung und Qualität. Nichts ist besser oder schlechter. Es gibt kein Kriterium, das Alter klassifizieren könnte in dem Sinne, dass eine Stufe wertvoller und weniger wertvoll wäre als die andere. Ganz im Gegenteil, jede Stufe muss durchlaufen werden, so wie ihr auch in eurem Leben nicht einfach 50 und dann 57 sein könnt. Jedes Jahr möchte gelebt und erlebt werden. Versucht euch also von dieser Art der Bewertung zu befreien. Ja, das ist also erstmal ganz wichtig für dich zu verstehen, dass es beim Seelenalter nichts zu erreichen gilt und dass du immer genau dort, wo du gerade bist, so alt wie du bist, richtig bist und wichtig bist und dass es gilt, hier zu sein und sich in Frieden zu schätzen mit dem Alter, mit dem man ist. Genau wie im richtigen Leben. Da macht es auch nicht viel Sinn, wenn man sich wünscht, jünger zu sein oder älter zu sein. Ja, und was du als nächstes wissen musst, ist, dass es nicht nur alte Seelen gibt und junge Seelen, sondern dass es insgesamt 5 verschiedene Seelenzyklen, Seelenalter gibt. Und diese Zyklen haben den gleichen Verlauf wie ein menschliches Leben. Da gibt es als erstes die Säuglings- oder die Babyseele, dann kommt die Kindseele, der Zyklus der Kindseele, dann der lange Zyklus der jungen Seele, der ungefähr vergleichbar ist mit der menschlichen Pubertät, wo sich die Seele ausprobiert, wo sie sich sehr stark übers Äußere definiert, wo sie auch mal wirklich Dummheiten macht und auf die Schnauze fällt, so wie in der Pubertät auch. Und dann gibt es die reife Seele und ganz zum Schluss den Zyklus der alten Seele. Der alte Zyklus ist also der letzte Zyklus dieser langen Inkarnationsreise, die ungefähr 10.000 Jahre dauert und ungefähr 70 Leben umfasst. Also die Seele ist einige Zeit hier unterwegs
Und das Besondere am Zyklus der alten Seele ist, dass die Seele langsam Heimweh bekommt und dieses Heimweh immer stärker wird. Die Sehnsucht nach der geistigen Heimat, wo sie einst losgezogen ist auf diese Reise. Und diese Sehnsucht wird gerade im alten Zyklus sehr, sehr stark und führt oft zu einer sehr starken Vereinsamung dieser Seelen. Und alte Seelen fühlen sich schon von Geburt an oft anders als alle anderen, weil es auch gar nicht so viele gibt. Im Moment wird es mehr. Im Moment erleben wir ja einen Aufstieg und einen Frequenzanstieg und damit ist auch verbunden, dass sich die Seelenalter verschieben. Der deutlichste Shift bei den Seelenaltern ist der Shift von jungen Seelen zu reifen Seelen. Und klar, dass auch reife Seelen dann zu alten Seelen werden. Und das kann man auch sozusagen, diesen Aufstieg, diese Aufstiegsphänomene kann man auch an den Seelenaltern erkennen. Und es werden also immer mehr, aber es sind immer noch deutlich mehr junge und reife Seelen auf dieser Erde inkarniert als alte Seelen. Und deswegen fühlen sich alte Seelen so ein bisschen allein, ein bisschen vereinsamt, auch ein bisschen seltsam, weil die alte Seele ganz eigene Vorzeichen vor ihrem alten Seelenzyklus hat. Es gibt im alten Zyklus, wie auch in allen anderen Seelenzyklen, insgesamt 7 verschiedene Stufen nach der Einteilung der Seelenlehre von den Archetypen der Seele. Und das finde ich immer ein sehr griffiges und praktisches Beispiel. Also 7 verschiedene Stufen, die die Seele in jedem Seelenzyklus durchmacht. Und jede einzelne Stufe hat eine ganz eigene Aufgabe, eine ganz eigene Ausrichtung. Ja, und die besonderen Vorzeichen des alten Zyklus kann man sehr gut erkennen an den 3 etwas seltsam wirkenden Dingen, die wirklich nur alte Seelen in der Weise tun. Und da sind wir gleich beim ersten Punkt, das Tun. Denn alte Seelen wollen nicht mehr so viel tun. Sie sind relativ müde von dieser langen Reise und wollen viel weniger tun im Außen im Vergleich zur jungen Seele, denn sie wollen sich langsam vorbereiten, auch auf die Rückkehr in die geistige Heimat. Und dafür braucht es sehr viel Raum für sich selber, sehr viel Innenschau, sehr viel Zeit und Muße und Ruhe, um sich wirklich der inneren Arbeit zuwenden zu können. Also alte Seelen sind nicht mehr so scharf, sich den Arsch abzuarbeiten, wenn ich es mal so sagen darf. Die ruhen sich gerne aus und machen immer weniger, lassen sich auch gerne, sage ich mal, passiv ernähren durch Pensionen oder Renten, gehen vielleicht früher schon in Rente als andere oder haben andere Formen von passivem Einkommen, irgendwelche Vermietungen oder wie auch immer Ersparnisse, um sich eben die Zeit zu geben, nach innen zu schauen und sich nach innen zu richten. Und das wirkt auf manche Menschen ein bisschen seltsam, weil sie alte Seelen immer motivieren möchten und sagen, komm, mach mal wieder ein bisschen, gib mal ein bisschen Gas, sei nicht so faul und lieg nicht so faul rum, sondern komm mal ein bisschen in die Gänge. Und es ist einerseits auch ganz gut, dieser Impuls, denn alte Seelen haben auch manchmal die Tendenz, zu sehr abzuschalten und sich sozusagen schon sehr früh aus dem Leben zu verabschieden und so ein bisschen wie Geister auf dieser Erde zu wandeln. Und es ist auch nicht gut oder gesund, denn alte Seelen können sehr viel Freude haben auf dieser Welt und auch einen großen Beitrag leisten für die anderen Menschen, für die anderen Seelen durch ihre unglaubliche Ausstrahlung. Und deswegen ist es eine sehr knifflige Gratwanderung zwischen Innenschau, zwischen Passivität und auch einer gewissen Aktivität und nicht zu früh sozusagen aus dem Leben zu scheiden. Ja, und dieser Drang,
nicht mehr so viel tun zu müssen und Zeit zu haben für sich selbst, kann sogar darin münden, dass sich die Seele dann bestimmte Krankheiten wählt oder Verletzungen, die es der Seele dann möglich macht, sich pflegen zu lassen. Es kann sogar sein, dass eine Seele die Form einer schweren Behinderung wählt im alten Zyklus, um sich eben nicht mehr so sehr um das Äußere kümmern zu müssen, sondern selbst versorgt zu werden und sich eben nicht mehr so viel zu kümmern. Es gibt auch den Fall, dass sich eine alte Seele sozusagen als Bettler nochmal inkarniert, wirklich so die Hardliner-Version dieses Lebens erlebt. Und so gibt es eine ganz breite Palette von möglichen Inkarnationen für eine alte Seele. Aber ein besonderes Merkmal ist eben, dass man nicht mehr so viel tun möchte, dass man in die Ruhe kommt, in den Frieden mit sich selbst kommt und hauptsächlich innere Arbeit verrichtet. Der zweite wichtige Punkt von unseren drei Dingen ist, dass die alten Seelen immer dünnhäutiger und durchlässiger werden. Du musst es dir so vorstellen, dass die Körperlichkeit sich so langsam auflöst, ätherischer wird, die Rückkehr zum Geistigen wird immer näher. Und so werden die alten Seelen oft sehr empfindlich oder überempfindlich. Und es empfinden andere Seelen, zum Beispiel die viel robusteren jungen Seelen, manchmal so als übersensibel. Und man wird gepiesackt und bekommt zu hören, lass dich doch nicht so gehen und sei doch ein bisschen stärker, sei nicht so überempfindlich. Und für die alte Seele sind es aber ernstzunehmende Themen, mit dieser Durchlässigkeit umzugehen und einen guten Weg zu finden, die Kanäle nicht zu verschließen, sondern offen zu bleiben, immer offener zu werden und gleichzeitig nicht verloren zu gehen und nicht kaputt zu gehen in dieser Welt, die nun mal von vielen Außeneinflüssen geprägt ist. Und das ist eine spezielle Herausforderung, gerade für alte Seelen. Und es gilt für die alte Seele zu lernen, mit ihrer Durchlässigkeit umzugehen in der Form, dass sie die Kraft und das Potenzial des Geistes einsetzt, um die Dinge durchzulassen, dass sie, wo sie ja immer geistiger wird, auch dieses Potenzial einsetzt und sich nicht mehr so angreifbar macht, nicht so verletzlich macht, sondern wirklich die Kraft des Geistes benutzt, um den Körper widerstandsfähiger zu machen, die Frequenz zu erhöhen, sodass die Dinge sie nicht mehr so beeinflussen, wie wenn sie sehr stark im Körper verhaftet ist. Also das ist was, was die alte Seele nach und nach lernen darf und lernen muss in ihrem Zyklus, in ihrem Entwicklungszyklus. Gleichzeitig ist es oft auch so, und das finden manche Menschen, die keine alte Seele sind, auch ein bisschen seltsam, dass die alten Seelen ihr Äußeres mehr und mehr vernachlässigen. Es ist im Vergleich zum jungen Zyklus für die alte Seele nicht mehr so wichtig, das Außen. Und so kann es auch sein, dass sie manchmal so ein bisschen verlottert daherkommt mit schäbigen Klamotten, weil sie sich einfach nicht mehr so damit auseinandersetzen will. Es ist ja auch zu anstrengend, in die Geschäfte zu gehen, sich was auszusuchen. Es ist mehr der Fokus nach innen. Es ist wichtig zu wissen, dass es natürlich keine Pauschalaussage ist, sondern das kann sein, das ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt und es ist ein Zeichen dafür, was die alte Seele ausmacht, was ihr wichtig ist. Das heißt nicht, dass alte Seelen sich wunderbare Klamotten zulegen können oder immer daherkommen wie ein Penner, das möchte ich damit nicht sagen. Aber es kann sein, es kann ein Erkennungsmerkmal auch sein und deswegen ist es wichtig zu wissen, für sich selber auch da abzuwägen und zu schauen, wo lasse ich da zu sehr los vom Körperlichen und von den irdischen Freunden und wo ist es wirklich nicht mehr so wichtig. Und es ist auch ganz wichtig für dich zu überprüfen, falls du das Gefühl hast, eine alte Seele zu sein, immer abzuwägen, ist es jetzt wirklich
nicht mehr wichtig, ich lege wirklich keinen Wert mehr drauf oder ist es mir einfach irgendwie zu müde und ich könnte doch ein bisschen mehr Freude generieren, wenn ich wieder ein bisschen mehr ins Leben zurückkommen würde. Alte Seelen sind manchmal auch sehr eigensinnig, sehr eigenwillig, weil sie auch nicht mehr so viel Wert auf moralische, die Erfüllung von Moral geben und eher so ihre eigene Wahrheit leben. Und deswegen, ja, sind es manchmal auch sehr eigensinnige Seelen, die ihren ganz eigenen Weg gehen, den viele andere nicht verstehen. Und damit muss die alte Seele auch umgehen lernen, sozusagen ihre Eigensinnigkeit, ihr Anderssein wirklich auch zu verkörpern und da auch durch schmerzhafte Erfahrungen zu gehen, dass sie dafür verurteilt wird, dass sie anders denkt und ist und fühlt als viele andere Menschen. Ja, und das dritte Phänomen, die dritte Sache, die nur alte Seelen ausmacht, das ist die ganz spezielle Energie, die alte Seelen ausstrahlen. Wer alte Seelen kennt und vielleicht auch mal ganz alte Seelen schon getroffen hat, ich hatte das Glück, ganz alte Seelen auch schon mal hautnah kennenzulernen. Eine davon war Amma, die zudem auch erleuchtet ist. Aber wer diese Energie und diese Tiefe von der alten Seele mal erfahren hat, der sieht gerne auch über alle anderen Seltsamheiten hinweg. Denn die alte Seele ist so weit gereist in ihrem Leben. Die hat so viele Erfahrungen gemacht und die hat so eine große Tiefe in ihrem Herzen und in ihrem Sein, in ihrem Wesen, dass sie allein mit einem Blick wirklich eine Seele durchleuchten und auch erobern kann, gewissermaßen. Und Menschen fühlen sich auf magische Weise auch angezogen von alten Seelen, weil sie eben diese Weisheit sehen und diesen hohen Grad an Liebe, den eine alte Seele sich angelernt hat über diese vielen Inkarnationen hinweg. Denn das ist ja das eigentliche Ziel unseres Zyklus, dass wir wachsen an Liebe. Und die alte Seele hat sehr viel Erfahrungen hinter sich und ist enorm gewachsen an Liebe. Und es drückt sich vor allem in dem Blick aus, in den tiefen Augen und in diesem offenen Herzen, das eine ganz spezielle Frequenz hat im Altseelenzyklus. Und die alte Seele ist auch in spezieller Art und Weise dazu geeignet, Energie zu produzieren, Energie bereitzustellen. Und die geistigen Kanäle werden auch immer feiner, immer offener, sodass sie auch sehr, sehr viele Talente hat. Und oft auch gar nicht weiß, was sie mit diesen Talenten anfangen soll und wohin sie damit soll. Und es ist sozusagen Fluch und Segen zugleich für die alte Seele, zumal sie ja gar nicht mehr so viel machen möchte. Und das wirklich zu finden für die alte Seele, was jetzt noch für Aufgaben dran sind in diesem Leben, das ist keine so leichte Aufgabe. Und deswegen kommen sehr viele Menschen auch gerade zu mir, sehr viele alte Seelen, die ein Update brauchen über ihren Seelenauftrag, über ihre Seelenmission, die jetzt gerade noch wichtig ist. Und dazu ist es auch wichtig, das Seelenalter zu wissen. Und wenn du dein Seelenalter erfahren möchtest, um eine Abkürzung zu nehmen zu deiner Seelenaufgabe hin, zu wissen, um was es in diesem Leben geht, dann schreib mich gerne an. Ich kann dein Seelenalter in Zusammenarbeit mit der geistigen Welt sehr präzise ermitteln und du kannst dich dann im Anschluss noch vertiefen mit entsprechender Literatur, um wirklich dein Seelenalter noch besser zu verstehen. Schau mal auf die Links in der Videobeschreibung und melde dich, wenn du auch deine Seelenessenz erfahren möchtest, also nicht nur dein Seelenalter, sondern auch deine seelische Grundenergie und deinen Seelenweg. Das ist sozusagen ein Dreigestirn, das dir ganz viel Ausrichtung und Wissen gibt über deine
seelische Grundenergie und Ausrichtung, damit du deine Seelenaufgaben mit der größtmöglichen Leichtigkeit, Freude und auch Kraft bewerkstelligen kannst. Auch oder gerade, wenn du eine alte Seele bist. Und so wünsche ich dir, egal welches Seelenalter du hast, ein wunderschönes Erdenleben, denn es ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, hier zu sein, die Erfahrungen zu machen. Und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.